In der Welt der Royals sind Emotionen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Von Kindheit an werden die Adeligen darauf trainiert, neutral zu wirken, stets beherrscht und in jeder Situation angemessen zu erscheinen. Doch manchmal bricht diese Fassade und die wahren Gefühle der königlichen Mitglieder kommen zum Vorschein. Erst vor kurzem kann man bei Prinzessin Kate einen solchen Emotionsausbruch beobachten. Beim spannenden Tennismatch in Wimbledon fiebert die Prinzessin von Wales so mit, dass ihr nach der Niederlage von Ons Jabeur die Tränen kommen. Schnell setzt die Prinzessin allerdings eine Sonnenbrille auf und strahlt danach wie gewohnt, beherrscht und elegant, so als wäre nichts gewesen. Und auch am Remembrance Day im Jahr 2020 sieht man die britische Königsfamilie emotional. So ist dem damaligen Prinzen Charles die Trauer ins Gesicht geschrieben. In Gedenken derjenigen, die ihr Leben für das Land geopfert haben, bricht seine neutrale Fassade. Im Jahr 2019 ist es sogar Queen Elizabeth II., die an dem Gedenktag ihre Tränen nicht zurückhalten kann und in einem seltenen Moment Verletzlichkeit zeigt. Ein weiterer trauriger Termin, an dem die Royals ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben, findet im Jahr 2022 statt. Die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Die ganze Welt sieht Prinz Harry, als er seine Tränen in der Westminster Abbey wegwischt. Herzogin Meghan, die mit ihren Emotionen kämpft, und die kleine Prinzessin Charlotte, die sichtlich um ihre verstorbene Uroma trauert. Doch nicht nur bei der Beerdigung seiner Großmutter bröckelt die Haltung von Prinz Harry, auch bei einer Rede im Jahr 2019 bei den World Child Awards, wo jährlich Kinder mit Behinderungen und deren Pflegepersonen vorgestellt und ausgezeichnet werden. Last year when my wife and I attended, we knew we were expecting our first child. No one else did at the time, but we did. And I remember... Diese emotionalen Momente zeigen, dass selbst Royals nicht immun gegen Gefühle sind und enthüllen die Menschlichkeit hinter der königlichen Fassade.